fertig. Ihr glaubt nicht, wo ich das Wochenende verbringen musste, und zwar in so einem fucking Theater-Figuren-Scheiß-Zelt, wo das Neinhorn vorgestellt wurde, das immer meint, Nein sagen zu müssen. Und die Kinder das natürlich mega feiern und sagen, nö, ich bin jetzt auch ein Neinhorn und gebe mir das Nein einfach mal so über Wochen. Und an sich finde ich das Konzept gar nicht mal so schlecht, deswegen ich widerspreche mich da gerade. Aber es nervt, ne? Wenn du dann 2 Wochen am Stück einfach nur Nein hörst. Und was ich an der Stelle euch allen mitteilen möchte, ist auch normal. Man kommt auf diese Welt und dann... Da bin ich auch schon wieder direkt aus der Puste, weil es ist so ein Thema, das nervt mich einfach, ne? Ich habe auch die letzten 3 Wochen, glaube ich, Durchfall ununterbrochen, weil nach diesem Neinhorn-Fucking-Festival, wie ich schon gesagt habe, bin ich einfach nur noch durch. So, genau, also man kommt auf diese Welt und man sagt ja zu allem. Man kann nicht anders, man kann ja auch nicht Nein sagen, man weiß gar nicht, was Nein bedeutet. Muss man ja erstmal davon ausgehen, dass man nicht mal weiß, was es ist, ne? So, und dann irgendwann bist du so weit und dann sagst du auch, nein, danke, will ich nicht haben. Vielleicht ist es gut gemeint von dir, aber das ist nicht das, was ich möchte. Und dann sagt man halt so, nö. Genau, und dann, wenn dann die Erwachsenen kommen, Erzieher, die Gesellschaft, und die sagen dann so, du musst aber, weil es geht hier darum, dass du dich anpassen musst, ne? Und dann sagen die Kinder so, nee, aber das gefällt mir überhaupt gar nicht, und warum soll ich denn da mitmachen? Ich habe die schon wieder richtig gut nachgemacht. Naja, jedenfalls sagen die dann so, nö. Und kassieren damit auch Ärger ein, ne? Das kennen wir ja vielleicht von den rebellischen Kindern, die dann in der Schule immer nur Probleme machen und als schwierige Kinder bezeichnet werden und alles. Und dann haben die es halt auch nicht leicht in der Gesellschaft, weil, ja, die sich halt auch nichts sagen lassen. Und dann sind es dann die ganz, eigentlich ganz, ganz armen Würstchen. Nein, Spaß! Das sind nicht die armen Würstchen, das sind die, die sich weiterentwickeln, okay? Also weiter geht's. Achso, ich habe ganz vergessen, von was wird das eigentlich gesponsert? Lass mich mal ganz kurz hier im Raum umschauen. Gesponsert wird das Ganze vom Queens Contest, Drama Queen, Drag Queen, nee. Kommt jetzt auch irgendwie scheiße, oder? Gesponsert wird das alles natürlich vom Neinhorn. Der hat da letztens, also als das Theaterfestival zu Ende war, kam der auf mich zu und hat erstmal gesagt, was du vorhast in deinem Podcast. Dann habe ich gesagt, das ist kein Podcast, okay? Das ist ein Hörbuchspiel für Erwachsene. So, dann hat er gesagt, wenn du vorhast, meinen Namen dazu verwenden, kill ich dich. Da habe ich gesagt, yo, chill mal deine Base, ich werde dich nicht erwähnen, ja? So, jetzt, dann haben wir uns nochmal danach irgendwie, der war dann auch Backstage und so mit seiner Crew unterwegs. Ich habe natürlich gewartet und wollte mal so richtig was erzählen. Nein, Spaß. Ich habe halt gewartet und gefragt, hey, es ist vielleicht doch möglich, dass ich dich erwähnen kann. Und habe ihm dann so ein bisschen erzählt, was ich denn da so erzähle in meinem Hörbuchspiel. Und der fand es so cool, dass er gesagt hat, weißt du was, ich sag dir was. Und zwar, ich tue ja immer nur so, als ob ich immer nur Nein sagen würde. Eigentlich sage ich zu allem immer nur vielleicht. So, und dann habe ich gesagt, ja, also darf ich dich erwähnen als Sponsor-Typen? Dann hat er gesagt, ich bin kein Typ, okay? Ich bin ein S, ein Horn, ein Einhorn, ja? Jetzt muss ich selber lachen, weil es einfach alles so total absurd ist und ich hoffe, ihr versteht, was hier überhaupt passiert ist. Er hat mich dann mit nach hinten genommen und mich gezwungen, so 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 Shots zu trinken, ja. So bunte blaue, nee, so blaue Neinhorn-Shots, die hat er nämlich jetzt auch auf den Markt gebracht. Dann habe ich die getrunken und seitdem geht's mir auch einfach nicht so gut, ja. Was soll ich euch erzählen? Es läuft halt einfach.
Körper kann alles diese. Und seitdem sage ich Nein zum blauen Schatz. Macht's gut, Leute. Tschüss.